Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, wo wir jetzt bei unserer Asylbehausung sind und quasi einfach nochmal, naja, wir fangen ja nicht wirklich von vorn an. Wir sind jetzt nicht in einer ganz neuen Welt. Ach, guck mal, wie schön hier alles mitspielt wieder. Ist ja ein Traum gleich zu Anfang der Aufnahme. Komm, ich lass mich aber heute nicht ärgern von dir. Ich mache ja mal wieder auf, ja, einfach auf Smoothie. Das wird schon irgendwie reichen, das wird schon irgendwie gehen. Und der Gaul ist auch noch da, ne? Derpy. Gut, Gaul ist auch da, sieht ein bisschen überbelichtet aus, macht aber nichts. Sieht generell eher unterbelichtet aus, so gleicht sich eben alles aus. Und die Frage ist, wir bauen... Was ist denn jetzt wieder los mit den Biomen, Alter? Und da unten liegt noch ein Erfahrungspopel. Alter, aua, den hole ich mir natürlich sofort. Hole ich mir natürlich sofort. Ich habe die Mini-Golems ausgeschaltet und so weiter. Und Werwölfe dürfte es eigentlich auch nicht geben, laut der Mod-Einstellung. Ich habe gerade extra nochmal geguckt vorher. Aber da ist zum Glück alles easy. Ich hoffe nur, das Spiel weiß das auch. Was ist... Wie kommt denn hier Kobbel rein? Habe ich den gesetzt letztes Mal? War ich hier schon drin in letzte Aufnahme? Ich weiß es gar nicht mehr. So, und unser Plan ist ja nun, unser Plan, den ich mir einstimmig selber ausgedacht habe, unser Plan ist ja dann quasi, oh süß, ein kleines Pferd, wie heißt nur kleines Pferd? Okay, ein kleines Pferd. So, Wildschweine, tun die mir was? Ich bin mir da nie so sicher, ob die jetzt angriffslustig sind oder nicht, aber generell... Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt auf friedlich schalte, aber ich lasse das mal. Ich möchte gerne an diesem schönen See hausieren. Hier gefällt es mir sehr gut und ich glaube, hier möchte ich dann auch dementsprechend, dass wir uns was hinmachen, nicht direkt an den Fluss oder so. Und dazu braucht man natürlich erstmal, wir haben jetzt nur die Geräte, die wir da haben. Ich werde nicht nochmal zurückfahren, ich werde nicht mal zurückfliegen oder sonst irgendwas machen. Wir nutzen einfach die Sachen, die wir eh schon haben und ich gucke mal ganz kurz, damit wir das Wäldchen nicht kaputt schlagen müssen. Löwen sind lieb, die tun mir nichts. Gut, die sind lieb, die tun mir nichts. Tust du mir was? Ja, natürlich. Irgendwer muss ja wieder aus der Reihe tanzen hier. Alter, stirb mal gefälligst. So. Huch. Ach so. Okay, es sieht sehr schön aus hier und ich glaube, hier wäre eigentlich genau richtig. Wir müssen ja nicht unbedingt den Wald da hinten zerstören. Der ist schon sehr schön. Dann würde ich sagen, wir bauen unser Haus dann quasi mal hier hin. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Schaufel nicht aus Versehen kaputt schlage. Jetzt haben wir hier natürlich so einen schönen... Alter, ich will übrigens auch bei dem Haus, ne, will ich auch gerne einen Whirlpool im Keller haben. Also nicht einen Whirlpool, aber generell hätte ich gerne einen Pool im Keller. Und der soll einfach toll sein und ich hätte gern... Naja, es darf ja gerne... entschuldige bitte, Herr Schmetterling. Es darf ja gerne auch... Hier, guck mal, mach ich gleich mit Gras hier dazu, dann haben wir die Blöcke auch los. Es darf gerne natürlich auch ein bisschen übertrieben sein. Es muss natürlich auch übertrieben sein. So. Alter, das Mikrofon hier, ne, das... Das Mikrofon hier ist auf Wanderschaft, das wandert immer weiter runter. Das nimmt jetzt mein Kinn auf. Hallo? Ich kann richtig beobachten, wie das hier langsam runtersegelt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz wieder... Ja, das lässt sich gar nicht mehr... Alter, dieser Mikrofonständer ist voll für den Arsch. Das schlabbert jetzt da rum. Warte mal ganz kurz, das ist jetzt echt doof. Warte mal ganz kurz. Es gibt gleich Störgeräusche. Ich klemme das Mikro mal kurz ab. Sekunde. Ja, jetzt hier, Stecker raus und Stecker... Habe ich gerade einen Stecker nicht reingekriegt. Entschuldigung. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich hoffe, das Mikrofon hält jetzt ein bisschen. Ich habe mir ja, der Ständer, der war eigentlich angepriesen. Da haben alle gesagt, oh, welch formidabler Ständer. Selten sah ich einen solch formschönen Ständer in meinen Musikertagen. Aber in Wahrheit ist das Ding einfach, das war halt etwas günstiger, weißt du. Und dann schlabbert das hier die ganze Zeit gleich wieder runter. Und dann hört man quasi, wie mir der Sabber langsam am Kinn runterläuft. Das ist ja auch nicht so der Sinn des Erfinders. Ich baue hier mal eben ganz billig zu, ne? Das hier, da ist ja Terraforming, erkennt das ja schon ein bisschen. Ich lege natürlich Wert auf höchste Qualität, wie beim Mikrofonständer, so auch beim Terraforming. Da sieht man schon, wie billig hier gebaut wird.
Das ist dann einfach Fusch am Bau, aber ist ja egal, wir müssen dann möglichst billig produzieren, weißt du? So. Hier ist nichts zu teuer fürs Let's Play, kannst du sagen. So, jetzt einfach mal die Suppe da unten wird zugeschüttet. Das ist eh so eine alte Kloake. Vielleicht können wir da später die Klo-Dingens da machen. Die Terrine, wollte ich gerade sagen. Weil der Terrine ist ja eine klassische Mehlschwitze. Alter, ganz ehrlich, klassische Mehlschwitze, ne? Also, klassische Auschwitze kennen wir ja. Da machen wir jetzt mal keine Witze drüber, Freunde. Aber was ist denn das überhaupt für ein Wort? Klassische Mehlschwitze, das war so ein Werbewort. Ich wusste nicht mal, ich weiß bis heute nicht, was das heißt, ob es das überhaupt gibt. Bei Schwitzen denke ich immer an, weiß ich nicht. Beim Kacken kannst du schwitzen, aber was ist denn eine Mehlschwitze? Das hört sich an, als würdest du aus deiner Achsel würdest du ein bisschen Saft in den Mehl drücken und dann hast du irgendwie ein ganz formidables Gericht. Das war eine Zeit lang immer von, war das Maggi? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war irgendwas jedenfalls, die klassische Mondamin-Fix-Soßenbinder war auch sowas. Keine Erde mehr. Na, das fängt ja super an. Ja gut, dann grabe ich hier mal ein bisschen durch die Gegend. So, hier können wir ja ruhig ein bisschen was abmachen. Wir brauchen ja ein bisschen Erde. Später können wir hier alles wieder schön zupflanzen. Wird alles ganz tuffi-taffi aussehen. Da könnt ihr mal gucken. So schön wurde ja noch nie Erde gepflanzt, wie hier gleich die Erde gepflanzt wird, ne? Da freut sich auch die Kuh und die Vögelchen. Alter, wie viele los ist. Ich freue mich auf meine alten Tage. Ist ja noch so viel Action. So. Selbst auf die alten Minecraft-Tage. Man gehört ja inzwischen schon zum alten Eisen sozusagen. Man kann ja bald aufs alten Teil gehen. Kann ich bald meine Rente beantragen. Die Frage ist, wollen wir hier noch einen künstlichen Strand hinmachen? Können wir uns nachher entscheiden? Jetzt erstmal werden wir wahrscheinlich dann auch Holz brauchen. Ich habe nur noch das hier. Und die Frage ist natürlich, wir brauchen eigentlich auch eine Schere. Wir brauchen eigentlich auch Eisen. Denn ich überlege halt, ich möchte das Haus natürlich gerne ordentlich machen. Und da ist die Frage natürlich, woraus baut man das Haus? Oh, aus Fleisch. Ein Haus aus Fleisch wäre auch geil. Was liegt hier nur alles rum? Gewalttätige Bären. Sowieso erstmal rumgucken. Okay, wir haben Schafe hier. Wir haben einen Bären da, der mit der Biene spielen möchte. Oh, wie süß. Wo ist die Biene hin? Der Bär ist böse, die Biene ist weg. Erstmal ein Schaf reißen. Schaf reißen. Schaf reißen. Feiger Bär. Naja, egal. Ich wollte nur mal ganz kurz, hier haben wir noch einen Truthahn. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Bäume haben wir auf jeden Fall genug. Notfalls können wir da wieder anpflanzen. Wir haben weiße Bäume, braune Bäume. Wir haben allerlei Bäume. Und ich sollte mal weniger quatschen und mehr anfangen zu bauen. Rutscht das Mikrofon schon wieder runter, Alter? Gibt's doch gar nicht. Ich habe die Gelenke bestimmt mit klassischer Mehlschwitze geschmiert. Deswegen geht das ganz gut. So, die Frage ist natürlich, wo fangen wir an zu bauen? Ich glaube, ich möchte einfach mal... Hier ist doch eigentlich ein guter Ort, ne? Hier kann man doch einfach mal, wenn ich jetzt... Oh. Entschuldige bitte. So, angenommen, wir haben jetzt hier erstmal so einen kleinen Graben. Das ist jetzt kein Umfluggraben. Ich mache jetzt mal hier hinten weiter. So. Wieso habe ich den jetzt überhaupt Alter, das Mikrofon, das gibt's doch gar nicht. Dieser Mikrofonständer ist voll für den Arsch. Also wenn das weiter so runtersegelt, ich meine, ich bin ja gerade 10 Minuten in der Aufnahme und das, jetzt habe ich das Ding wieder auf Mundhöhe. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Das Mikrofon ist zu schwer für den Ständer, glaube ich. So, eigentlich bin ich ganz schön doof. Eigentlich muss ich das wieder zumachen, weil ich mache erstmal, wir müssen ja Holz sparen. Es tut mir sehr leid. Immerhin haben wir da eine Spur, wo wir dann, ach Alter, wo wir dann Holz verlegen. Ich mache erstmal eine Holzhütte, aber ich baue die später, hoffe ich noch. Ich denke dran, ich werde mich auf jeden Fall daran erinnern und ihr mich hoffentlich auch. Ich bin ja demenzkrank, ihr wisst das ja. Ich kann mich immer nie an Sachen erinnern, die ich vorher sage. Oh, das ist eine geile Idee, das machen wir auf jeden Fall. 100 Folgen später immer noch nicht gemacht. So, machen wir erstmal, huch, die übliche Holzklitsche. Natürlich ein bisschen... Ist jetzt ein bisschen zu groß geraten. Die müsste eigentlich nach hinten... Alter, dieses Mikrofon. Die müsste nach hinten weggehen. Für eine Front fast zu groß. Aber weißt du was? Wir lassen das einfach mal. Dann mache ich hier irgendwo noch... Es wird langsam dunkel. Eigentlich wollte ich ja mit einem kleinen Haus anfangen. Also nicht mit einem kleinen Haus, aber halt so...
Weißt du, ein bisschen kleiner anfangen und dann immer größer werden. So, fangen wir einfach mal hier so. Das muss erstmal reichen. Das ist jetzt nicht allzu klein. Das ist jetzt, das geht jetzt alles noch so. So, und das ist... Mikrofon geht. Und das... Alter, nimm mal den Arsch da weg. Und das wird dann auf jeden Fall so sein. Das, was jetzt... Oha, das, was jetzt momentan noch die Hinterwand ist. Warte, pass auf, dann mach ich das mal so. Dann räume ich mal die Ecken ganz kurz raus. Das, was momentan Hinterwand ist, ist später natürlich Durchgang zum hinteren Raum. Ich räume hier auch nochmal ganz kurz, da können wir später noch anbauen. Vielleicht machen wir einen Zaun hin, Gatter oder sonst irgendwas. Im Hintergrund stirbt ein Schwein, wie immer. Aua! Alter! Was soll denn die Scheiße? Ich hab doch Skorpione ausgeschaltet eigentlich. Jetzt hab ich von der Ziege erschrocken. Hab ich da oben eigentlich ein Bett drin? Ich muss mir ganz kurz ein bisschen was für ein Bett sammeln. So, ein Hundi haben wir schon. Ah, da ist ein Mikrofon. Das segelt immer weg. So, ein... Mikro! So, Mikro wieder auf Mundhöhe. Das gibt's gar nicht, ey. Das ist, also seit dieser Hardware-Umstellung geht alles schief, habe ich das Gefühl. Wirklich alles... Alles, was schief gehen kann, geht momentan schief und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Huch, es müssen wohl die Iden des Schicksals sein, die da ihr Handwerk, ihr schmutziges Handwerk verrichten. Ich mache hier erstmal mein schmutziges Handwerk und zack, mache ich uns erstmal, huch, ein Bettelein aus Schwarzpulver natürlich. Zack, das Bettelein. Alter, das Mikrofon wandert schon wieder weg. So, ich penne jetzt hier einfach in der Gegend. Oh, ich wollte gar nicht eins. Das Mikrofon wandert wieder runter. So, die Nachbarn brennen. Und ich überlege, ob ich das Mikrofon mal kurz wechseln soll, also den Ständer wechseln soll. Dann mache ich mal, pass auf, ich mache jetzt die Folge noch zu Ende. Ich drehe mal ganz kurz, ich bin mal gleich wieder da, Sekunde. So, diesmal ging das einfacher. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch. Trotzdem, ich habe das, habe den Ständer jetzt mal anders hingestellt. Ich hoffe, das hält jetzt einigermaßen so und labert dann nicht gleich wieder ab. So. Tja, Haus ist fertig. Das reicht ja. Wir sind bescheiden. Ich dachte, wir machen jetzt eine Hippie-Behausung. Einfach einen ekelhaften Pappzaun drum und das reicht schon. Was für eine riesige Schlange. Fleisch sammle ich übrigens mal alles komplett ein, weil das werden wir brauchen. Denn wir haben ja nicht so viel Nahrung dabei. Ich hau mir zwar hier Kartoffeln in den Hals, aber ich weiß halt nicht, wie lange werden die Kartoffeln halten. So, verschwinde, Ziegenbärt. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder halt in dem Sinne, huch, 5. Diese kleinen Mikrodinger da, diese Mikroruckler sind wieder da. Aber die sollen uns ja mal nicht stören. Und hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5. Und in dem Sinne 6. Und fast möchte ich eigentlich den Ausgang oder den Eingang hier ein bisschen... Möchte ich natürlich dann auch doppelt haben, wenn das Haus ein bisschen größer wird. Ich glaube, dann ziehe ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen Holzrand rum. So. Ja, Emma, da guckst du, ne? Ich schieb dich mal ein bisschen beiseite, bist mir nicht böse. Nein, bist du nicht. So. Einmal mal kühlschubsen.de. Dann haben wir das Ding ein bisschen größer. Der Hund liegt natürlich auf dem Bett. Wie soll es auch anders sein? Wie Hunde so sind, wer kann es ihnen verübeln? So, dann haben wir da schon mal einen formschönen Eingang. Naja gut, Form ist was anderes, schön ebenfalls. Aber egal, wir sind ja Kummer gewohnt. Und hier mal ein Stück hellgraue Wolle, das können wir ja zauberhaft natürlich anbringen. Und die Frage ist natürlich, was machen wir uns hier für eine Behausung überhaupt? Ich mache erstmal Standard natürlich 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh. 2. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Alter, 1, 2, 1, ja, Alter, komm mal vor, wie Detlef die Soße. 1, 2, pam, 1, 2, pam, 1, 2, pam, 1, 2, pam, 1, 2, pam.